Der Chef der Regierung, Viktor Tschernomyrdin, schloss sich dem vernichtenden Urteil seines Chefs später selbstkritisch an. Wer aber soll den Karren aus dem Dreck ziehen? Plötzlich ist wieder Anatoli Tschubais der Favorit. Der beim Volk verhasste Vater der Privatisierung. Er soll vielleicht schon morgen zweitwichtigster Mann in der Regierung werden. Und Yegor Gaidar, ebenfalls ein Radikalreformer der ersten Stunde, wird als Wirtschaftsberater Jelzins gehandelt. Kommt jetzt in Russland die stagnierende Reform wieder in Gang, nimmt Jelzin künftig weniger Rücksicht auf die Bremser von rechts und links? Heute Abend sieht es jedenfalls so aus, dass Boris Jelzin genau auf die prominenten Reformer zurückgreifen könnte, die er erst vor ein paar Jahren